Gönnt Jack Breaker ein paar Klicks, abonniert den Kanal und Ellbogen gibt's gratis. Zweite Woche wieder am Start. Wir fahren wieder nach Saarbrücken. Jack ist da. Hallo. Yes, 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 yes. Okay, wir steigen ein. Es ist 19 Uhr. Später treffe ich mich noch mit Kevin und so. Und dann mal gucken, wie die Woche so abgeht. Hä? Ja. Wir sind schon in Saarbrücken, Freunde. Aber tanken muss noch mal sein. Tanken für 100 Franken. Oh, perfekt. Punktlandung. Wisst ihr was? Bis zum Ende. Ja, Mann. Niemals aufgeben. Also, ich bin Staatsrat Nummer 1, weil ich versuche, mit dem bis zum Ende zu gehen. Und das ist ein Dorn im Auge. Nein. Guck mal, hinten, Lambo. Oh. Freunde, ich denke, das haut sich schneller. Freunde, wieder Saarbrücken, Sportschule. Wir packen jetzt mal aus. Und dann... mal gucken. Freunde, wir haben hier eine Person. Seine Identität muss geheim gehalten werden. Und der redet hier über eine Sucht. Eine ziemlich... schlimme Sucht. Das ist auch kein Spaß, Freunde. Ich zeig euch den einfach mal. Zieht so schreien. Ich war am 14.06. entlassen aus dem Gefängnis. Das waren 10 Jahre meines Lebens. Die habe ich hinter Gitter, hinter schwedischen Gardinen verbracht. Als ich rauskam, war mir das neu. Dann habe ich da gesehen, YouTube, sowas kannte ich nicht. Und dann kam ein Vorschlag mit so einem Kanal Jack Breaker. Ich habe diesen abonniert und seitdem nimmt mein Leben einen noch gefährlicheren Verlauf an. Und als ich das gesehen habe, ich animiere das nach, wenn ich auf der Straße laufe. Ich drehe die Laternen kaputt. Ich habe mehrere Verfolgungsjagden mit der Polizei hinter mir. Wegen Landesbildungsbruch. Ich bin süchtig nach Jack Breaker. Ich gehe meiner Sucht offen klar. Macht ihr das nicht? Freunde, Montag, es ist gerade 5.30 Uhr. Ja, wir gehen laufen. Vor der Schule gehen wir halt mal laufen. Ein bisschen Rocky-Style. Ja, ich bin hellwach irgendwie. Aber ich glaube, das liegt auch dran, weil ich ja zum Morgensgebet immer aufstehe um 5 Uhr, kurz vor 5. Und dann ist es irgendwie kein Problem. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show them who's in charge. Call me a shooting star. Gerade geduscht und jetzt gehen wir gerade zur Schule. Wir haben unsere Masken dabei, natürlich. Also, ich. Alter, dein Sponsor, gell? Krass, Digga. Falls ihr mich sponsoren wollt, dann geht in die Beschreibung und schreibt mich an, Freunde. Okay, wir gehen mal in die Schule. Oh.
Wir sind jetzt im Video von Jack Breakers, ist okay. Auf YouTube. So, Ist das okay für euch? Ja. Semmo hat geklärt. Semmo, Mann, kennst du schon den Jack Breaker-Kanal? Ja, na klar, wer kennt nicht Jack Breaker? Ja, hau mal eine geile Line raus. Eine geile Line. Gönnt Jack Breaker ein paar Klicks, abonniert den Kanal und Ellbogen gibt's gratis. Geil. Ja. Wir sind schon in der Halle. Heute sind wir wieder nur zu zweit. Kinsey hat Uni bis 18 Uhr. Der Frank und der Trainer kommt gleich und dann werden wir mal gucken, was sie heute machen. Freunde, wir haben schon den nächsten Tag. Gestern ist mein Akku ausgegangen, deswegen konnte ich nicht filmen. Wir haben gerade 5:36 Uhr. Die erste Einheit beginnt heute, wieder vor der Schule. Heute machen wir Krafttraining. Das ist ein Kreuzheben für Unterrückentraining. Let's go. So, Freunde, für nach dem Training noch mal ein Shake, Erdbeershake mit Wasser. Ja, dabei. Schon mal eine Veränderung. Die Dinge öffnen wieder. Leute, es ist wieder Challenge Time. Jede Woche überlege ich mir eine Challenge mit Etienne. Und heute habe ich mir überlegt, dass Etienne Nummern mit einer 25 Kilo Puppe durch die ganze Halle ziehen muss. Und wenn er es schafft, kriegt er eine Woche lang Essen ausgegeben und wir haben heute für heute trainingsfrei dann. Ob er es schafft, seht ihr jetzt gleich. Egal, kein Zettel. Frank, was meinst du, schafft das? Noch nicht abzuschätzen, aber das ist schon. Das Problem könnte sein, dass du den Rücken übel zumacht. Steht eigentlich viel auf dem Spiel. Ich stehe eine Woche lang Essen am Spiel. Und Trainingsende. Das wird ihm ganz schön motivieren und das Training bleibt dann zu Ende. Die letzten Meter, die letzten Meter. Zieh! Zieh! Gut. Was meinst du dazu, Frank? Ah, fantastisch. So, Freunde, wir haben gerade trainiert. Es ist sau lange. Wir haben 2,5 Stunden trainiert ungefähr. Auf jeden Fall sau hartes Training. 18:37 Uhr. Schon ziemlich spät. Ja. Hey Digga, rat mal, wer ich bin. Ellenbogengrips gratis dazu. Alter. Wer war ich? Kinsey, wer war ich? Jack Huckam Breaker. Komm nochmal. Freunde, wir haben gerade trainiert. Jetzt ist ungefähr 11 Uhr, gell? Ja. 11 Uhr, wir haben heute frei, morgen frei, also richtig geil. Ich habe später Fahrstunde. Ich habe ein Praktikum. Der hat Praktikum, ich nicht. Mal gucken, was wir machen. Ja. Freunde, es ist viel nach 1, um halb habe ich wieder Fahrstunde mit Herr Himbett. Der holt mich gleich ab. Ich gehe gerade zurück von der Fahrschule. Ich sag mal so, ist nicht so gut gelaufen. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich nicht mehr so das Gefühl oder
ich habe halt vieles so nicht mehr im Gefühl und so. Da mache ich so ein, zwei Fehler, da denke ich mir einfach, Alter, bin ich dumm. Also ich habe jetzt ungefähr fast 10 Stunden, ich glaube 9 oder 10 habe ich jetzt. Und ich habe halt 3 Monate Pause gemacht. Freunde, es ist Donnerstag, heute ist Feiertag, deswegen haben wir nicht trainiert. Ja, wir gehen jetzt in die Stadt was essen. Es gibt halt die Woche nicht so viel Material, weil wir auch nicht viel gemacht haben. Aber egal, wir gehen jetzt in die Stadt was essen, auf chillig. Kevin, was machst du da? ist es nicht verboten, hier auf dem Dach rumzuspazieren? Du stehst auch hier auf dem Dach und filmst. Wie? Wie? Denkst du, schwebst? Nein, es ist nicht verboten, es ist legal. Okay. Weil wir haben die Zimmer hier gemietet und es ist quasi unser Balkon. Und schön, da die Sonne so schön scheint. Schön Ausblick hier. So, da, der da ist schön. Der da. Schön. Boah, guck mal, das sieht schon gut aus, Alter. Ja. Ist schon schön. Deswegen ganz entspannt so, ein bisschen Musik hier. Eben waren wir in der Stadt, bei Mexikaner haben wir was gegessen. Ja, man habt ihr gerade gesehen so. Und ja, jetzt lassen wir den Abend ausklingen und morgen haben wir noch 2 Trainingseinheiten. Okay. Freunde, Freitagtraining, erstmal 10 Minuten einlaufen. Bei den Geräten. Dann machen wir so ein Kraftausdauerprogramm. Wenn ihr nicht wie er enden wollt, dann abonniert Jack Breaker. Nummern, zeig mal jetzt einen Trick. Komm. Trick? Ja. Okay. Leute, wenn ihr geil aufstehen wollt, hört zu. Break!